Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Karinas Kochecke. Heute machen wir mal wieder ein leckeres Auflaufrezept. Es ist ja jetzt langsam wieder die Zeit für deftigere Speisen. In meinen Auflauf kommen rein Nudeln, Hähnchen und Blumenkohl. Das Ganze zu einem tollen Auflauf zusammengestellt. Und wie ich den zubereite, na, das seht ihr wie immer jetzt. Und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Für den Auflauf benötigt ihr 250 Gramm Hähnchenfleisch in Stücke geschnitten, 500 Gramm TK-Blumenkohl, circa 200 Gramm vorgekochte Nudeln, ich habe diese 5 Minuten vorkochen lassen, eine klein gewürfelte Zwiebel, 2 Esslöffel Mehl, 2 Esslöffel Butter oder Margarine, geriebenen Käse nach Wahl und Milch. An Gewürzen benötigt ihr Salz, Pfeffer, Muskatnuss und Paprika edelsüß. Zuerst würzen wir das Fleisch und zwar mit Salz, Pfeffer und ein bisschen Paprika edelsüß. Das ist eine klassische Grundwürzung, deshalb solltet ihr diese Gewürze auch unbedingt immer zu Hause haben. Jetzt verrühre ich das Ganze einmal gut, damit sich die Gewürze auch am gesamten Fleisch verteilen. Als nächstes erhitzen wir etwas Öl in einer Pfanne, um das Fleisch gut anbraten zu können. Ich nehme hier ganz normales Rapsöl. Wichtig ist nur, dass das Öl am besten geschmacksneutral ist. Was ihr dann verwendet, das ist euch selbst überlassen. Das gewürzte Hähnchenfleisch geben wir erst in die Pfanne, wenn das Öl richtig erhitzt ist. Ich habe das Öl hier auf hoher Stufe erhitzt, weil wir schnell eine Bräunung erzielen wollen, ohne dass das Hähnchenfleisch ganz durchgegart ist. Deshalb ist es auch wichtig, dass die Pfanne groß genug ist und das Hähnchenfleisch darin genug Platz zum Braten hat. Deshalb wird das Fleisch jetzt erst einmal richtig gut in der Pfanne verteilt. Und dann reicht es auch, das Fleisch von einer Seite 2 Minütchen anbraten zu lassen. Wir wollen nur, dass das Fleisch schön braun wird. Dann wird das Fleisch gewendet und von der anderen Seite nochmal für circa 1 Minute gebraten. Danach das Fleisch nochmal ganz kurz durchschwenken und direkt aus der Pfanne nehmen und in eine Schüssel geben. Und jetzt bereiten wir die Soße für unseren Auflauf zu. Ich mache hier eine klassische Mehlschwitze. Da ich keine Butter mehr habe, verwende ich in diesem Fall Margarine. Aber ich persönlich finde, dass das überhaupt kein Problem ist, denn es geht genauso gut. Den Herd für die Mehlschwitze lasst ihr nur auf halbe Stufe erhitzen. Und wenn die Margarine oder Butter geschmolzen ist, gebt ihr die Zwiebeln hinzu und lasst sie in der Butter oder in diesem Fall Margarine schön glasig dünsten. Das Anschwitzen der Zwiebel dauert ungefähr 2 Minuten. Dabei solltet ihr gelegentlich immer mal wieder durchrühren. Und wenn die Zwiebel schön glasig ist, dann gebt ihr das Mehl dazu. Ich gebe erst eine kleine Menge hinzu und rühre schön in die Zwiebeln ein. Und dann gebe ich den Rest Mehl dazu und verrühre das Ganze nochmal gut miteinander. Das Ganze lasse ich jetzt unter ständigem Rühren circa 1 Minute miteinander verbinden. Und dann wird das Ganze mit kalter Milch abgelöscht. Es ist vom Vorteil, wenn ihr hier Milch aus dem Kühlschrank verwendet, da so nicht die Gefahr von Klümpchenbildung besteht. Und ab jetzt ist wirklich rühren, rühren, rühren angesagt. Und zwar so lange, bis ihr merkt, dass es wieder anzieht, also dass es wieder dick wird. Deshalb ist es wichtig, dass die Mehlschwitze dabei immer wieder aufkocht. Denn erst dann fängt sie an, wieder anzudicken. Und hier könnt ihr das zum Beispiel jetzt ganz gut sehen. Sobald die Mehlschwitze wieder anfängt zu kochen, fängt sie direkt an, wieder einzudicken. Und wenn das Ganze jetzt so weit ist wie hier, dann wird es Zeit, wieder Milch hinzuzugeben, bis sich das Ganze wieder leicht rühren lässt und flüssiger geworden ist. Deshalb gebe ich hier auch keine Mengenangabe an, weil ich finde, dass es Gefühlssache ist.
Ich mache das Ganze dann immer so lange, bis die Soße für mich die richtige Konsistenz hat, nachdem sie wieder aufgekocht hat. Denn was jetzt für mich genau richtig ist, kann für den einen zu dick sein und für den anderen vielleicht viel zu dünnflüssig. Denn gerade bei Soße ist das immer eine Frage des Geschmacks. Bei der Mehlschwitze ist mit am wichtigsten, dass ihr wirklich viel rührt, damit ihr keine Klümpchen bekommt. Und durch das Rühren bekommt ihr auch ein Gefühl dafür, wie dick oder dünn eure Soße gerade ist. Da ich meine Soße immer noch ein bisschen zu dick finde, gebe ich jetzt noch mein Milch hinzu, aber jetzt nur noch wirklich schlückchenweise. Und das Ganze so lange, bis man meint, die Soße hat für einen selbst die richtige Konsistenz. Und ich denke, jetzt ist es ungefähr soweit, deshalb würze ich jetzt meine Soße. Auch an meine Mehlschwitze mache ich die klassischen Gewürze. Zuerst Salz, ungefähr 2 große Prisen. Dann kommt noch etwas Pfeffer dazu. Ich nehme hier frisch gemahlenen. Ihr könnt natürlich auch ganz normalen weißen oder schwarzen Pfeffer benutzen. Und was meiner Meinung nach an keiner Mehlschwitze fehlen darf, ist einfach Muskatnuss. Deshalb gebe ich an meine Mehlschwitze jetzt noch reichlich Muskatnuss. Jetzt wird das Ganze erstmal gut verrührt und nochmal aufgekocht, damit sich die Gewürze auch richtig gut in der Soße entfalten können. Und durch das Aufkochen ist die Soße jetzt wieder ein bisschen mehr dick, deshalb gebe ich jetzt noch meinen letzten Rest Milch dran. Ich habe jetzt in diesem Fall die Bechamelsoße nur mit Milch gemacht. Ihr könnt sie aber auch halb und halb mit Gemüsebrühe oder anderer Brühe zubereiten. Und jetzt wird es Zeit, die Soße erstmal abzuschmecken und zu probieren. Meine Soße hat schon einen ganz guten Geschmack, aber ich finde, es fehlt noch ein bisschen Salz. Deshalb gebe ich an meine Soße jetzt noch mal eine zusätzliche Prise Salz. Und genauso macht ihr das auch. Ihr schmeckt eure Soße einfach so lange ab, bis sie eurem Geschmack genau entspricht. Denn gerade was das Abschmecken geht, sind Geschmäcker total verschieden. So könnt ihr lieber öfter nachwürzen, als die Soße zu überwürzen. Und in die fertige Mehlschwitze gebe ich jetzt den TK-Blumenkohl, damit er kurz Hitze bekommen kann. Ich verwende sehr gerne für solche Gerichte TK-Blumenkohl, weil er einfach nicht lange kochen muss. Kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Das gilt für viele Gemüsesorten. Denn TK-Gemüse enthält noch sehr viele Vitamine und Mineralstoffe, da es schockgefrostet wurde. Den Blumenkohl, den lasse ich jetzt unter gelegentlichen Rühren ca. 4 Minuten mit der Mehlschwitze zusammen kochen. So, nun haben wir alle Zutaten für unseren Auflauf zusammen. In die Auflaufform gebe ich zuerst die vorgekochten Nudeln. Die habe ich 5 Minuten vorgekocht, damit sie schon mal angegart sind. Denn da der Blumenkohl und die Soße ja auch fertig sind, braucht das Ganze jetzt nicht mehr so lange im Ofen. Und über die Nudeln geben wir jetzt das vorgegarte Hähnchenfleisch. Und jetzt fehlt nur noch unser Blumenkohl in der leckeren weißen Soße. Blumenkohl mit Mehlschwitze geht wirklich immer, zu sehr vielen Gerichten. Der Auflauf wird jetzt mit der Blumenkohlsoße abgedeckt. Ganz wichtig ist, dass der gesamte Auflauf mit dem Blumenkohl abgedeckt ist. Denn so kann die Soße schön zu den Nudeln herunterlaufen und diese ummanteln, damit sie nicht austrocknen. Außerdem gratiniert der Blumenkohl dann schön obendrauf und das gibt einen richtig tollen Geschmack. Statt Blumenkohl könnt ihr natürlich auch TK-Brokkoli verwenden oder eine andere Gemüsemischung. Wichtig ist nur, dass ihr eine Soße dazu macht. Und diese Mehlschwitze, die bietet sich eigentlich zu jedem Gemüse an. Jetzt verteile ich den Blumenkohl wirklich noch so, dass alles gut bedeckt ist. Ja, und was wäre ein Auflauf ohne leckeren Käse? Ich habe hier Gouda mittelalt gerieben, weil ich finde, dass der Gouda jung nicht so schön im Geschmack ist. Und ich persönlich reibe meinen Käse am liebsten vom Stück,
Ich kaufe ganz selten den geriebenen, aber den könnt ihr natürlich auch verwenden. Ist überhaupt kein Problem. Aufläufe schmecken übrigens auch super, wenn ihr verschiedene Käsesorten mischt. Ich persönlich finde, der Auflauf sollte immer gut mit Käse abgedeckt sein. Und dann kommt das Ganze für ca. 20 Minuten bei 180 Grad Umluft in den vorgeheizten Backofen. Und nach 20 Minuten sieht das Ganze dann so fantastisch aus. Der Käse hat den Blumenkohl wunderbar gratiniert und die Soße ist bis unten an den Rand zu den Nudeln gezogen. So ist alles wunderbar saftig geblieben. Ja, ich hoffe, mein Auflaufrezept hat euch heute gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Ja, bis zum nächsten Mal dann. Ich freue mich auf euch. Tschüss!